Nee, was sind wir hier alle schön im Halbkreis um Fripp, Avalon und Dingsbums Evergrey versammelt? Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable, der Story Quest. Und was zur Hölle ist mit Buck passiert? Der stand doch immer hier mit seinem Eishockeyschläger. Ist der gefeuert worden oder was? Du bist entlassen, deine Stelle wird abgebaut, du wirst früh pensioniert, deine Abteilung wird wegrationalisiert, unser Arbeitsverhältnis wird beendet. Naja gut, lassen wir uns mal überraschen. Hallo Fripp, was gibt es Neues? Wir haben Neuigkeiten. Die Eichhörnchen des Beobachtungsmeisters haben uns berichtet, dass Dacor gleich drei Draconium-Lieferungen gleichzeitig auf Jorvik zurückgelassen hat. Das ist äußerst beunruhigend. Wie wir alle wissen, kommt es zu einer Katastrophe, wenn wir das Erz nicht schleunigst vor den Elementen beschützen, um seine Destabilisierung zu verhindern. Worauf warten wir da noch? Wir müssen uns sofort darum kümmern. Warte mal, ist das jetzt nicht etwas übereilt? Was, wenn es eine Falle ist, wie letztes Mal? Selbst wenn, wir können doch nicht einfach nichts tun. Ja, wir müssen uns trotzdem drum kümmern, hätte ich gesagt. Kriegen wir das nicht trotzdem hin, auch wenn es eine Falle ist? Wir sind die Soul Rider, wir werden ja wohl mit den Nachtreitern, die noch nicht komplett sind, irgendwie zurechtkommen. Auch wenn scheinbar der vierte Nachtreiter irgendwo im Wurzeldickicht gefangen ist. Aber stopp, hört auf. Genau das hier wollen die Nachtreiter, dass wir uns streiten und misstrauen. Alex hat recht. Egal welche Entscheidung wir fällen, es muss eine gemeinsame sein. Wir könnten uns aufteilen und uns jeweils zu zweit um die zurückgelassene Lieferung kümmern. So wären wir stark. Stimmt, und es passt. Wir sind zu sechst und haben es mit drei Lieferungen zu tun. Ich kann Portale erzeugen, die uns direkt zu den Draconium-Lieferungen bringen. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist, Süße? Gleich drei Portale auf einmal? Wir wollen nicht, dass du dich über dich anstrengst. Da hast du wohl recht, Alex. Auch wenn Concord und ich jetzt all unsere Fähigkeiten einsetzen können, sollten wir mit unserer Energie haushalten. Falls da draußen noch etwas Übles auf uns wartet. Okay, wenn es keine weiteren Einwände gibt, haben wir einen Plan. Die Frage ist nur, wer bewacht vor Maria für den Fall, dass die Nachtreiter oder Dacor hier auftauchen? Da kommen wir ins Spiel. Ha, wir werden das Fort verteidigen, richtig, Avalon? Natürlich. Ich war früher in die ein oder andere Rauferei verwickelt. Oha, Avalon, hier so ein ganz schlimmer Finger. Wenn es nötig werden sollte, werde ich mich auf meine diesbezüglichen Fähigkeiten zurückbesinnen. Eieiei. Er ist aber ganz schön etepetete hier wieder unterwegs, der Avalon. Großartig, Soul Rider, wenn wir dann soweit sind, lasst uns Zweiergruppen bilden und aufbrechen. Die Draconium-Lieferungen stehen an der Wrackküste, auf der Südhof-Halbinsel und im Grüntalwald. Hallo, bei wem sind wir dabei? Sind wir wieder mit Anne unterwegs? Fände ich cool, Anne ist die Tollste. Und Barbie ist hier. Amelia's Sonnenbär, so, was haben wir denn hier? Dina, wir sind ein super Team. Unser Ziel ist der Lebenswächter auf Südhof. Reite schon voraus. Wir treffen uns da. Ach, ich bin heute mit Fripp im Team. So, da hinten ist er. Wir können ihn von hier schon sehen. Wie gut, dass ich mit Dina die Brücke habe. Da können wir nämlich. Ach Gott, da ist er jetzt, der Buck. Wir haben ihn vertrieben. Und er hat keinen Eishockeyschläger mehr in der Hand. Na, sowas aber auch. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er einfach nur den Platz gewechselt hat. Aber gut, spannend, interessant. Ich bin echt auch mal gespannt, was der Mann noch für eine Rolle hat. Ich glaube, wir hatten schon mal eine Quest mit ihm. Ah, Katja hatte auch. Die war ja James immer im Traum erschienen. Also für diejenigen, die damals die Star Stable-Teile geguckt haben oder gespielt haben. Ja, obwohl ich will nicht spoilern, weil vielleicht würde ich die tatsächlich sogar noch mal zeigen. Vielleicht sollte ich das lieber nicht spoilern. Es ist zwar kein großer Spoiler, aber es wäre ein Spoiler. Ich sag mal nix. Die Lippen sind verschlossen, zumindest was das angeht. Ansonsten wäre es jetzt ein bisschen langweilig, das Video zu gucken, wenn ich mich komplett geschlossen halten würde. So, dann wollen wir doch mal gucken. Warum stellen die. Haben die das Draconium hier zum Lebenswächter gestellt? Oh, hier ist auch irgendwo eine Spinne.
Wo ist sie denn? Da hinten steht's. Da ist die Spinne. Zack. Eigentlich will ich die gar nicht einsammeln. So, übrigens, falls ihr euch wundert, warum manche Sachen schon mal so ein bisschen unscharf sind, das liegt wieder am, am Dingsbums, am Reshade. Aber solange man noch die wichtigsten Sachen lesen kann, denke ich, ist das alles ganz gut, weil es sieht halt einfach dafür total cool aus. Ah, Dina, da bist du ja. Bevor wir loslegen, erzähle ich dir, woran ich dachte, während ich unter den Ästen der singenden Eiber auf dich gewartet habe. Während meiner vielen Lebensspannen sehe ich immer wieder, was ich schon einmal sah. Die gleichen Namen, Gesichter, Geschichten, Muster. Aber in dieser Lebensspanne ist etwas anders. Ich spüre eine Energie am Rande meines Wahrnehmens, der ich noch nie zuvor begegnet bin. Eine gute Energie oder eine schlechte? Da bin ich mir unsicher. Die Energie ist chaotisch. Ich kann nur vorhersehen, dass das Pendel der Macht hin und her schwingt, während die Parteien dieses Krieges zwischen Licht und Dunkel einander bekämpfen. Ach je, es hat wenig Sinn, dich mit meinen wirren Gedanken zu langweilen. Sollen wir uns jetzt das ansehen, weswegen wir hergekommen sind? Es ist ungewöhnlich, dass sie dieses Drakonium an so einem Ort zurücklassen. All diese Lieferungen sind sehr wertvoll für Darkcor. Was hatten sie nur damit vor? Wie dem auch sei, wir müssen uns sputen und das Erz neutralisieren. Neutralisiere das Erz. Das hat nicht so ganz funktioniert. Sehen wir uns die Sache genauer an. Hä? Aber was hat er gemacht? Okay, da steht's. Ist da ein Biohazard-Symbol drauf? Tatsache, so in der Art zumindest. Nichts hier. Ja, guck, das waren mit Sicherheit leere, sind mit Sicherheit leere Fässer. Und die versuchen jetzt, Avalon und Evergrade zu übertrumpfen, da zu überrumpeln in Formaria. Nichts hier, ich gebe euch Brief und Siegel drauf. Die haben jetzt einfach, weil sie gesehen haben, dass sie uns ganz einfach damit an die Orte locken können, haben die einfach überall irgendwelche leeren Drakoniumfässer platziert, um uns zu verkackeiern. Und jetzt stehen wir dumm da. Unter Garantie. Ist das denn die Möglichkeit? Die Dinger sind leer. Das kann nur eins bedeuten. Oh nein. Es war ein Trick, eine List, eine Falle. Sie wollten, dass wir uns aufteilen, so wie Lisa es geahnt hat. Also, nichts zurück nach Formaria, oder? Wir haben es zwar geahnt, aber das Risiko, dass wir es tatsächlich mit Drakonium zu tun haben, war zu groß, um nicht zu handeln. Ich muss los. Als ergebener Beschützer Jorviks ist es meine Pflicht, das Gleichgewicht in diesem zerbrechlichen Reich zu stabilisieren. Finde die anderen Soul Rider und tu dich mit ihnen zusammen. Ich glaube an dich, Dina. Die Zukunft von Jorvik ruht auf deinen Schultern. Och, ja, kein Druck. Das ist alles gut, alles gut. Hauptsache, er tanzt noch fröhlich rum. Oh! Ein Runenstein. Na, sowas aber auch. Dieser Runenstein ist aus dem Boden erschienen. Die Glyphen müssen irgendwo in der Nähe sein. Ich sollte sie suchen. Ach, guck. Da haben wir jetzt quasi... Pass auf, dass du keine falsche Glyphe... Ach so, ups. Oh, die mit dem Kringel. Die Welle und so ein Y. Kringel, Welle, Y. Das hier schon mal nicht, oder? Oder war das das? Nee, das ist ein T. Da ist die Welle. Okay. Kringel... Und Y, das ist ein Mond und ein C oder wie auch immer. Ein Dreieck. Ist jetzt schon so ein bisschen wie, wie die Sachen in Availdale. Guck mal, da haben sie sich schon an dem neuen, das ist ein schönes Symbol. Da haben sie sich schon an dem neuen System, haben sie da drauf zurückgegriffen. Habe ich die Musik? Nee, ich hab doch die Musik gehabt. Ach, da ist der Kringel, okay. Sehr gut. Was auch immer uns das jetzt bringt. Ich habe alle Glyphen. Zurück zum Runenstein. Stecke fest. Stecke fest. Boah, ich bin gespannt, was passiert. Ich bin echt richtig gespannt.
Jetzt kann ich die geheime Nachricht entschlüsseln. Notruf, Dorf Vailedale in großer Gefahr. Dringend Hilfe erbeten. Dina, du bist noch hier. Boah, Mensch, sind wir froh, dich zu sehen. Du hast den Notruf also auch bekommen? Kurz nachdem Alex und ich bei dem Draconium angekommen sind, erschien ein Runenstein aus dem Boden. Alex hat die Nachricht entschlüsselt und ich habe mich um das Draconium gekümmert. Bis ich die Nachricht entziffert hatte, wurde uns klar, dass das Draconium ein Köder gewesen war. Und dann kamen wir darauf, dass das alles zusammenhängen muss. Also sind wir hergeritten, so schnell wir konnten, um dich und Fripp noch zu erwischen. Ich nehme an, er hat eine seiner überweltlichen Visionen gehabt und ist davon geeilt, um das Ende der Welt zu verhindern? So ungefähr, Anne. Rhiannon hat mir einmal erzählt, dass die Druiden sich am Lagerfeuer Geschichten darüber erzählen, wie sie sich in dunklen Zeiten Nachrichten über Runensteine schickten. Vielleicht ist an den Geschichten tatsächlich was dran. Also ist so etwas schon einmal geschehen? Meine Erinnerung kehrt zwar zurück, aber nur Stück für Stück. Es ist kompliziert, kleine Schwester. Ich habe nicht mehr erlebt, dass die Druiden einen solchen Notruf entsandten seit sehr langer Zeit. Diese können ein Vorbote kommenden Unheils sein. Wir müssen etwas unternehmen. Machen wir uns fertig und reiten los. Okay, Vailedale. Damit hätte ich jetzt gerade gar nicht gerechnet, dass es Vailedale ist. Spannend. Okay. Seid ihr soweit? Dann lasst uns nach Vailedale reiten. Wir müssen auf das vorbereitet sein, was uns dort erwartet. Was immer das auch sein mag. Uha. Okay, Leute. Das wird definitiv richtig spannend. Ich würde aber fast sagen, ich würde mich jetzt für heute von euch verabschieden. Auch wenn jetzt die Folge ein bisschen kürzer ist, aber das ist gerade so ein schöner Cliffhanger. Ich weiß, das ist total gemein. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in Vailedale. Lasst uns dann mal schauen, was uns da erwartet. Ich hoffe, in der Zwischenzeit geht nicht die Welt unter. Nein, wird sie nicht, weil ich werde jetzt direkt weiter aufnehmen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und macht's gut. Bis dahin. Tschüss.